Dieses Tutorial ist für Sie gedacht, wenn Ihr Fahrzeug ohne die SOS-Notruftaste ausgestattet ist. Um von dem dreijährigen Abonnement mit vernetzten Serviceleistungen profitieren zu können, das im Kauf Ihres Fahrzeugs enthalten ist, müssen Sie ein Smartphone koppeln. Sie können dann folgende Serviceleistungen nutzen: TomTom Echtzeit-Verkehrsinformationen, Wettervorhersage, Parkplatz- und Tankstellensuche inklusive der Preise in Echtzeit, falls verfügbar, lokale Suche. Sobald das Logo TomTom Traffic erscheint, sind die Serviceleistungen verfügbar. Die in diesem Video beschriebenen Schritte müssen bei laufendem Motor ausgeführt werden. Beginnen wir mit der Einrichtung Ihres Smartphones. Im Falle eines Android-Smartphones müssen Sie in den Einstellungen zunächst Tethering und mobiler Hotspot auswählen und dann mobiler WLAN-Hotspot. Bei iPhones müssen Sie in den Einstellungen auf persönliche Hotspot klicken und die Funktion aktivieren. Wählen Sie dann WLAN-Verbindung. Klicken Sie auf dem Navigationsbildschirm Ihres Fahrzeugs auf das Benachrichtigungssymbol, dann Wi-Fi und aktualisieren Sie die Seite, um die Liste der erkannten Geräte aufzurufen. Wählen Sie Ihr Smartphone aus, geben Sie den Kopplungscode Ihres Smartphones ein und bestätigen Sie. Jetzt ist Ihr Smartphone mit Ihrem Fahrzeug vernetzt. Nun können Sie Ihre Navigationsdienste parametrieren. Klicken Sie zuvor auf das Zahnrad-Symbol, um ein Benutzerprofil auszuwählen. Die Konfiguration ist persönlich. Bei mehreren Profilen muss jedes individuell eingerichtet werden. Klicken Sie auf dem Navigationsbildschirm auf das Benachrichtigungssymbol, dann auf Privatmodus und wählen Sie dann Datenverbindung und Fahrzeugposition aus, um auf die Serviceleistungen zuzugreifen. Wenn Sie Ihren Standort nicht weitergeben wollen, können Sie diese Parameter jederzeit über das Menü verändern, unterbrechen damit aber die Services an Bord. Bestätigen Sie mit OK. Klicken Sie Datendienste an, um die Aktivierung der Dienste zu überprüfen. Klicken Sie das Symbol Weltkarte an. Nach einigen Sekunden muss der Zugang zu den vernetzten Serviceleistungen von Kein Vertrag auf Aktiviert umspringen. Falls nicht, kontaktieren Sie den Kundenservice. Der Bildschirm muss jetzt Verfügbar anzeigen. Es kann auch sein, dass Sie an Ihrem aktuellen Standort kein Netz haben. Bewegen Sie Ihr Fahrzeug. Vielleicht funktioniert die Hotspot-Verbindung mit Ihrem Smartphone nicht richtig. Führen Sie erneut die in diesem Tutorial erklärten Schritte durch. Jetzt wird rechts unten das Logo TomTom Traffic angezeigt. Nun brauchen Sie nur die Serviceleistungen auszuwählen, die Sie auf der Karte sehen wollen. Hierzu auf das Symbol Einstellungen Karte klicken und die gewünschten Services auswählen. Gute Fahrt!